Ja, vielen Dank. Kugis ist überall, aber wo genau eigentlich? Wenn man hier so auf einer Foskis ist oder überhaupt mit Leuten spricht, dann stellt man fest, dass Kugis überall eingesetzt wird. Durch Nachfragen kriegt man das raus. Gleichzeitig gibt es aber ganz viele Leute, die mich ansprechen oder den Verein ansprechen, die Kugis zu ihrem Standardwerkzeug machen wollen, erheben wollen, für ihre Arbeit und Argumente suchen, um das tun zu dürfen, für ihre Entscheider, die über ihnen sitzen zum Beispiel. Und darum drehen sich ganz viele Gespräche, die ich hier auf der Konferenz immer habe oder auch sonst im Vereinsleben. Die technischen Dinge, die man dafür braucht, damit das dann funktioniert, was man braucht, die finden sich früher oder später, nicht zuletzt durch so eine super Community, wie ja die Foskis-Welt darstellt. Aber was auch immer sehr, sehr hilfreich ist, ist die winzige Kleinigkeit für zum Beispiel Verwaltungen, Firmen oder auch Institutionen, dass sie jemanden kennen, der so ähnlich aufgestellt ist wie sie selbst, so ähnlich organisiert ist, aus derselben Branche stammt, aber Kugis eben schon produktiv einsetzt. Und deswegen, darum geht es jetzt hier, einfach der Aufruf an alle Kugis-Anwender, dann auch in die Öffentlichkeit zu treten damit und zu sagen, jo, das machen wir schon, dies und jenes ist powered by Kugis. Also der Aufruf, machen Sie bekannt, dass man Kugis bei sich etabliert hat und produktiv einsetzt. Das kann ganz simpel sein, dass man das irgendwie auf eine Webseite irgendwo mal erwähnt, dass man es auf sein Produkt schreibt oder über die Haustür oder man kann einen Bericht vielleicht verfassen und den können wir dann auf der Vereinswebseite aufstellen. Das geht natürlich für unsere Mitglieder in erster Linie, aber das wäre, glaube ich, eine gute Sache, wenn einfach leichter zu finden ist, wo Kugis schon eingesetzt wird, in Bereichen, die dann adaptiert werden können, beziehungsweise den pu letzten Push geben, um dann das maßgebliche System zu werden. Eigentlich gilt das Ganze natürlich auch für andere Open Source Software, weil da funktioniert es letztlich genauso. Kugis ist nun mal sehr sichtbar und ist oft das Einstiegstor für diese Geschichten, aber das gilt natürlich genauso wie für andere Sachen. Deswegen Powered by Kugis, Powered by Foskis, das sollte irgendwie mehr in die Öffentlichkeit getragen werden. So, und wenn das dann passiert ist, wo trifft man dann die Leute, außer wenn auf der Foskis, weil die ist ja nur einmal im Jahr. Es gibt Anwendertreffen 2020, die sich um Kugis drehen. Das nächste wäre vom Geonetzwerk Metropole Ruhr am 17. Juni in Gelsenkirchen, wenn ich das richtig weiß. Dann kurze Zeit später, eine Woche später, findet das Thüringer GIS-Forum statt und auch da gibt es ein Anhängsel, als Anhängsel ein Kugis-Anwendertreffen und dann das Kugis.de-Anwendertreffen, das jährliche, ist dann am 17. September in Aachen an der FH. So, und da können wir dann den Austausch weitertreiben und das war eigentlich schon auch alles, was ich hier euch präsentieren wollte. Dankeschön.